Der neue Akku 5000 mAh 6S 50C von rcfox.de ist heute gekommen. Zelle Nummer 3 hat ein ernsthaftes Problem, ne? Ist jetzt nicht wenig. Das war jetzt die erste Ladung. Ich habe es jetzt mal nochmal hingehängt, um zu sehen, ob sich da noch was ausbalanciert. Sieht aber nicht so aus. Mal gucken, ne? Mal einen Helikopter hängen, mal so runternudeln, den Akku nochmal neu laden und dann schauen, ob sich die dritte Zelle noch mal ein bisschen bessert. Ich weiß nicht, ob es da ein Quality Control gibt bei denen, ob die das einmal so selber testen. Okay.